Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel und heute zu einem kleinen Rant, einen ganz speziellen, spezifischen Rant, einen Adolf Burkhardt Rant. Was hat Adolf Burkhardt denn verbrochen? Naja, er hat einen schönen Post gemacht zum Master Mr. Olympia und lasst mich das mal kurz genau lesen, Wort für Wort. Master Mr. Olympia, was für eine Freakshow. Oma und Opa, ihr könnt daheim bleiben. Keiner will eure verschrumpelten Körper sehen. Wow. Adolf Burkhardt, the man, the IFBB Pro. Wow. Also, wo fangen wir denn mal an? Opas und Omas. Naja, die Opas, die da auf der Bühne gestanden haben, zum Teil Mr. Olympia waren vor, 3 Jahren, glaube ich, Kamal, in der 212er, wie auch immer. Diese Opas, Top 3 sowieso, hätten den Boden mit dir aufgewischt. Gib mir mal den Adolf, ja, mach schnell hier. Ich muss mal den Boden damit aufwischen. Ne? Das mal dazu. Wahrscheinlich Top 5, Top 6 und so weiter. Runter die Linie hätten mit dir auch noch den Boden aufgewischt. Also was bildest du dir überhaupt ein? Wer ist überhaupt Adolf Burkhardt? Oh, warte mal, ich kenne Adolf. Den habe ich mal kontaktiert vor über einem Jahr. Ich sage, hey Adolf, lass uns doch mal einen Podcast machen. Ne? Oh, ja, weißt du was? Oh, ein Podcast mit dir? Da muss ich mich erst jetzt mal vorbereiten. Ne? Muss mir ein bisschen Zeit geben. Naja, dann sind ein paar Monate vergangen und die Zeit ging, ne? Dann habe ich die ihm gegeben und, ich weiß, ich brauche mehr Zeit und ich muss mich vorbereiten. Und naja, das ging dann so ein Jahr, anderthalb Jahre, ne? Und er muss sich halt noch vorbereiten. Weißt du was, Adolf? Nach dem Post, kein Interesse mehr, mit dir auch nur einen Podcast zu machen. Absolut null. Du hast keinen Respekt vor Bodybuilding. Du denkst, dass du besser bist, als du wirklich bist. Du bezeichnest Bodybuilder als Opas, die mit dir den Boden aufwischen würden. Naja, weiß ich nicht. Was macht dich das denn? Ne? Also, wie gut bist du denn dann? Du hast deine Profikarte, warte mal, geschenkt bekommen. Vom Dennis geschenkt bekommen. Hier, nimm die Profikarte, ne? Als Geschenk. Und naja, wie hast du so abgeschnitten bei dem Post? Lass uns mal überlegen. Warte mal. Oh, letzter, vorletzter. Irgendwie in dem Dreh, aber IFBB Pro Adolf Burkhardt, yeah, the man, oh, ich bin so scheiße gut. Jetzt hau ich mal so einen raus über den Opas und Opas beim Master Olympia, weil ich bin der Shit, ne? Ich bin der Shit, ich bin Adolf, ich bin der Shit. Weißt du was, Adolf, du wärst mal besser hingeflogen zum Master Mr. Olympia. Zum einen hättest du da Backstage mal gucken können, ne, ob da nicht noch ein paar Taschen rumliegen, die man vielleicht hätte so mitnehmen können. Ne? Und zum anderen hättest du dir mal die Meisterschaft live ansehen sollen, wie so die verschrumpelten Opas und Omas, ne, viel besser sind als du, junger Hüpfer. Ne? Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, bei mir bist du total unten durch. Respekt null, aber ich bin ja auch so ein verschrumpelter Grandpa. Kein Thema, verstehe ich. Du wirst absolut nichts erreichen in der Profi-Szene. Ja, sage ich dir so, wie es ist. In 2 Wochen, falls du mitmachst in Mailand, werden sie auch den Boden mit dir aufwischen. Ne? Du musst dich dann auch so irgendwo hinten, ganz hinten einreihen. Ne? So. Naja, wenn man das Ergebnis rumdreht, dann ist man ja doch dann schon ganz oben. Ne? Aber ganz hinten wirst du dich auch wieder im Mailand einreihen und auch in der Zukunft in all deinen Profi-Wettkämpfen. Aber ich bin so sure, dass du der richtige Mann bist, um solche Posts zu machen, da du schon so viel in deinem Leben erreicht hast. Ne? Du warst ja auch bestimmt deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Mr. Universum, all diese Amateurkacke hast du ja alles mit links weggehauen, ne? Oder? Was? Auch nicht? Auch nicht geschafft? Oh,
Mann, Adolf, tut mir leid, aber ich nenne sowas einen Loser. Okay? Aber wer bin ich denn? Ich bin doch nur der verschrumpelte Opa mit 62. Ne? Also, das zu meinem Thema Adolf de Burkhardt, mit dem alle heute, gestern, morgen, in Zukunft, in 2 Wochen in Mailand und auch darauf folgenden Meisterschaften alle den Boden mit aufwischen werden. Ne? Verschrumpelt, nicht verschrumpelt, Opas, keine Opas. Ne? Wahrscheinlich selbst die Frauen hätten noch den Boden aufgewischt. Ah, okay, das dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Whelan says.